get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. WhatGodSip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the U.S. to Taiwan. Now who can say that? I want to play back. Mama knew I was a needle in a haystack. Upper body boy, plus way back. I got a feeling it's a rap. ASAP. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. Haben wir gerade einen Campingplatz gefunden, in demselben Nationalpark, in dem wir auch gecampt haben, während wir arbeiten waren. Und das sieht hier so geil aus. Hier fließt so ein riesiger Fluss, das ist der Snowy River, glaube ich. Das sieht so, so heftig aus hier. Guck mal das hier an. Never giving in, giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the pitcher's mouth. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a good feeling, yeah. Satz. Hä? Ich warte auf deinen Satz. Achso, ja, schön hier. Schön schöner warm. Tag. Schöner Tag. Leute, es passiert schon wieder. Ich schneide mir schon wieder die Haare. Ihr seht das Endprodukt. Genau, jetzt. Leute, Leute. Wir haben es wieder getan. Guckt es euch an, das ist das Endprodukt. Finde ich, ist eine super Leistung geworden. Hast du gut gemacht. Danke. Sehe wieder ordentlich aus, Alter. Und nicht wie ein Monchi. Ich habe gerade die Bänder neu gemacht. Sind jetzt weiß statt schwarz. Genau, das hält jetzt erstmal. Jakob ist da hinten. Auf Feuerholzsuche und dann gibt es heute Abend wahrscheinlich noch ein Feuer. Wir sind wieder on the road. Das
zwar fahren wir jetzt zum Supermarkt, damit wir ein bisschen was einkaufen können. Wir brauchen Wasser und generell Essen. Die nächsten Supermärkte hier sind leider so eine Stunde weit weg. Und eigentlich wollen wir hier nochmal hin. Müssen wir gucken, ob wir hier jetzt nochmal hinfahren oder ob wir es anders regeln. Und dann updaten wir euch. Ausverkauft. Ja, 15 Flaschen, 1,5 Liter für $20. Jetzt sehen wir diesen Deal hier. Das ist ja viel besser. Die holen wir uns. Da wird jetzt alles zurückgestapelt, Alter. Wir haben das Regal doch nicht leer gekauft. Unser Einkauf für $195, Alter. Aber damit leben wir jetzt auch eine Woche, hoffen wir. Wir sind wieder zurück vom Einkaufen. Wir fahren jetzt wieder auf dem gleichen Campingplatz. Haben jetzt ungefähr für 7 Tage eingekauft und fahren dann wahrscheinlich morgen oder übermorgen ein bisschen weiter oder immer so einen kleinen Abschnitt, bis wir dann wieder Essen brauchen. Und das nächste Essen kaufen wir dann, wenn wir aus Australien hochfahren, in Malokota, glaube ich, heißt das. So, heute gibt es Burger. Die machen wir jetzt. Und wie wir die jetzt machen, seht ihr jetzt. Ich habe zu viel jetzt gesagt. Softbox, Alter. Doppel-Softbox machen. Wir machen Doppel-Softbox. Also, wir haben Burger gegessen. Jetzt gibt es noch Avocado Smash. Als Nachtisch. War sehr lecker. Doppel-Softbox, Alter. Digga, was ist das denn für ein Viech, Alter? Dinosaurier. Ey. Ey. Wir kriegen den da nicht weg, scheiße. Da oben liegt er und wir haben gegoogelt. Der giftig. Jeder von denen ist giftig. Jeder von denen. Und das ist ein, wie heißt der? Gigantus. Exilius Gigantus oder so ist das, Alter. Riesenwaran. Freunde, wir sind wieder on Tour. Wir sind vom Campingplatz, wo wir davor waren, jetzt weggefahren. Sind jetzt auf dem Weg zum neuen, der diesmal nicht am Meer ist. Damit wir Internet haben für die nächsten Tage, können wir ein bisschen nach Jobs suchen. Morgen ist der Super Bowl, den muss ich gucken. Ja. Freunde. Wir haben gerade ein mega Feature entdeckt. Man kann bei Domino's zum Auto liefern lassen. Eigentlich darf das nur der Dorflocal, aber wir sind Dorflocal. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Ich versuche den gleich mal mit drauf zu filmen, hier, wie er kommt. Digga, kommt der Typ. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht. Da drüben sitzt er in seinem Auto, fährt jetzt los. Kommt mit 2 Pizzakartons, Digga. Und Simon denkt, ich dachte, das ist Tom. Er dachte, das ist der Typ, der uns die Pizza bringt. So, wir fahren jetzt zum anderen Spot. Wir hoffen, dass... Ich hab Schluck auf. Spot, wir hoffen, dass man da wirklich campen kann. Das war eine Empfehlung. Sehr, ob man da campen kann. Was ist das? Digga, Schluck auf ist so nervig, Alter. Cringe, wenn man Schluck auf kriegen kann. Unser Campingplatz für heute und für gestern auch, so ein Notfall-Campingplatz, nicht am Strand, aber ist ganz okay. Jetzt gibt's für uns Migoreng, Alter. Mal sehen, wie es schmeckt. Jetzt fahren wir weiter zum nächsten Campingplatz. Mal sehen, wo wir hinfahren. Wir wissen es auch nicht ganz genau, aber ihr werdet auf jeden Fall Bescheid kriegen, zu sehen, wo wir hinfahren.
Wir sind am neuen Campingplatz angekommen. Das ist er, da stehen wir. Hinter uns ist das Meer. Das Meer ist allerdings nicht so geil, muss man sagen, weil die Strömung ziemlich doll ist. Wir haben uns hier schön breit gemacht mit Dachzelt, Markise, damit hier kein anderer mehr hinkommen kann. Wir sind hier gerade angekommen auf unserem neuen Campingplatz und bisher sind wir hier alleine. Ich hoffe, das bleibt so. Da hinten ist ein See oder ein Fluss. Fließt ein bisschen, also würde ich sagen Fluss. Hier steht das Auto, klappen wir gleich das Dachzelt noch aus und dann bleiben wir die Nacht hier. Einen Schnitt. Jetzt bitte 300% zoomen. Alles klar, 300 werden gemacht, Chef. Sieht man da hinten Jakob, wie er mit der Machete da rumhantiert, Baum fällt. Also Skalierung auf 320%. Was jetzt, 300 oder 320? 330. Danke, Schnitt. Over and out. Man kann hier nichts greifen, das ist das Beschissene. Ich kann hier nur das greifen. Ah, okay, daran liegt es. Stehe. Was mache ich jetzt? Ja, okay, ich hätte die Decken vorher rausnehmen sollen. Wir haben hier gerade nice gegessen. Carbonara. Und jetzt machen wir uns ein Feuer. Mal sehen, ob es was wird. Das schicke Ding hier. Wir haben hier ein bisschen gesammelt. Da ist das große Holz. Bisschen Anmachholz. Bisschen, keine Ahnung, was für Holz. Ja, schauen wir mal, was wird. Strand Australiens. So sieht der aus. Und das Wasser ist hier so klar. Das ist richtig, richtig krass. Gehst hier bis zur Schulter rein und du siehst deine Füße immer noch. Ich muss noch eine Welle machen, damit hier ein paar mehr Wellen kommen. Was? Eine Welle machen, Digga, was? Ich muss noch eine Rolle machen, damit hier ein paar Wellen kommen. Seid ihr live dabei? Und nochmal rückwärts, damit es wirklich klappt. Sehr entspannt. Das Beste ist übrigens, hier oben ist es super warm. Wenn man runtertaucht, ist da so eine Kältezone, Alter. Die ist super kalt, aber auch angenehm. Ich glaube, ich bin schon wieder zum Rand geschwommen.
mich, ich schwimme jetzt auch mal zum Land. Ey, was ist das für ein Riesengerät, Alter? Das Ding. Dreimal so groß wie die Drohne von mir, Alter. Menschenleerer Strand. Es war auch sehr schwer hier hinzukommen. Also die Straße, die hier hinführt, die kann man nicht mehr Straße nennen. Google Maps ist hier eingezeichnet, aber eigentlich dürfte die auch bei Google Maps nicht eingezeichnet sein, so wie die aussah. Jakob geht jetzt da hinten schon wieder zum Auto. Da hofft er auf Internet. Ich gehe nochmal hier den Strand längs und ich weiß nicht, ob man es auf der GoPro sieht. Auf dem kleinen Bildschirm sieht es noch nicht, aber vielleicht, wenn man es auf dem größeren Bildschirm guckt, als auf dem GoPro-Display. Da hinten ist eine Klippe oder sowas. Und ich würde die gerne einmal angucken und gucken, wie es aussieht da. Wir haben uns vorhin in dem China-Store ein paar verrückte Stifte gekauft, damit wir dieses wunderschöne Schild hier basteln können. Damit empfangen wir euch, Claudia und Kai. Macht euch gefasst. Wir sehen uns.